Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Sendung von Selbstheilung Online, der Gesundheitsstiftung aus dem Fürstentum Liechtenstein. Wie kann es sein, dass die Schulmedizin, die auf der einen Seite so erfolgreich ist, in der Akutmedizin, in der Notfallmedizin, bei der Chirurgie, man denke nur an die Gefäßchirurgie, und auf der anderen Seite so ungeheuer erfolglos bei degenerativen Erkrankungen, also bei gewebszerstörenden Erkrankungen. Wir haben heute zu Gast Herrn Dr. Manfred Döpp, der als praktischer Arzt und Nuklearmediziner unzweifelhaft der Schulmedizin angehört. Meine Bitte ist nun an ihn als Insider, diese doch sehr heikle Frage aus seiner Sicht zu beleuchten. Ich begrüße Dr. Manfred Döpp. Grüezi. Lieber Manfred, grüezi. Also das Bindegewebe galt ja bis vor wenigen Jahren oder maximal 30 Jahren Jahren nicht als Organ, sondern eben, wie der Name sagt, als verbindendes Gewebe zwischen den Zellen ohne eigene Funktionen. Und dann war es der Professor Pischinger aus Wien, der gefunden hat und publiziert hat, dass das Bindegewebe wahrscheinlich das wichtigste Organ des Körpers ist und dass es eben viele Funktionen ausübt, ohne die ein Leben ja gar nicht denkbar wäre. Und man nennt das Bindegewebe auch Messenchym oder Matrix, denn darin sind alle Organe und alle Zellen eingebettet oder eingebunden. Und es gab jetzt noch mehrere andere Autoren, die Bedeutung des Bindegewebes hervorgehoben haben. Zum Beispiel Professor Hartmut Heine war einer von denen. Und es kam heraus, dass das Bindegewebe tatsächlich äußerst aktiv ist. Das heißt also, wenn das Bindegewebe die primäre Behandlungsstufe ist, um einen Mensch gesund in die Gesundheit zu bringen oder gesund zu erhalten, dann wäre ja die primäre Organtherapie der Schulmedizin und der Pharmamedizin ja ein vollkommen falscher Ansatz. Naja, ich meine, die Schulmedizin weiß ja über Organtherapien gar nicht so viel. Angenommen, jemand hat etwas an der Leber oder auf der Leber, dann weiß die Schulmedizin keine Therapie. Jemand hat was an der Milz, keine Therapie. Jemand hat eine Herzmuskeldegeneration oder die Pischinger würde jetzt sagen, eine Herzmuskelübersäuerung, keine Therapie. Das heißt, die Vorstellung der Schulmedizin wüsste für alle Organe eine aufbauende und regenerierende Therapie. Die Auffassung ist auch falsch. Das heißt, da bricht ja eine ganze Welt zusammen, wenn das so ist, wie du sagst. Oder ja. Wie Pischinger hat ja auch ein Lehrbuch für seine Kollegen geschrieben und Hartmut Heine ist ja auch bekannt. Aber ja, wir erfahren davon nichts als Patienten, als Volk, als einfache Menschen. Das ist noch nicht durchgedrungen. Wenn wir zum Beispiel mal das Lymphsystem nehmen, das ja ein wesentlicher Bestandteil im Bindegewebe ist, so hat die Schulmedizin bis vor 3 Jahren noch behauptet, das Gehirn hätte gar keinen Lymphabfluss. Und die Behauptung, das Bindegewebe könne verschlackt oder gar vergiftet oder oder übersäuert sein, wurde als obsolet zurückgewiesen. Und erst vor 3 Jahren kam dann plötzlich von Anatomen der Nachweis, dass das Gehirn sehr wohl einen Lymphabfluss hat. Und die Lymphe ist bis heute ein Stiefkind der Schulmedizin,
die Lymphe zu behandeln, ist praktisch auch nicht möglich. Die Lymphdrainage ist nach wie vor eine komplementärmedizinische Behandlung, wird schulmedizinisch praktisch nicht eingesetzt. Die Schulmedizin kennt die Lymphe nur an Form der Elephantiasis, wenn ich so ein Bein oder so einen Arm habe, weil die Lymphknoten entfernt wurden, gut, zum Beispiel. Ja, das wären jetzt exemplarische Beispiele für, es gibt ja diesen alten Spruch, nicht, der letzte Stand der Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Richtig, nicht? Das stimmt und vollkommen. Aber jetzt, um für den Zuschauer ein Bild zu bekommen, ein Verstehensbild, was hat Pischinger entdeckt? Da gibt es ein Schaubild, das wollen wir jetzt mal einblenden, sodass jeder etwas denkende Mensch verstehen kann, was das bedeutet, das Bindegewebe und die Organe. Wie ist jetzt der wirklich aktuellste Stand der medizinischen Wissenschaft, wenn wir Pischinger sehen? Wir blenden es ein oder haben es eingeblendet? Ja, wir sehen hier von links oben nach rechts unten die Durchblutung. Das heißt, die Arterien führen das Blut zu, inklusive aller positiven Bestandteile, wie etwa Sauerstoff. Nach rechts unten führen die Venen dann das etwas dunklere und auch mit Schlacken gefüllte Blut wieder ab. Dazwischen haben wir die Kapillaren. Und der Kapillarraum ist der wichtigste, denn dort findet der ganze Austausch statt zwischen intravasal, also in den Blutgefäßen und außerhalb der Blutgefäße. Dann haben wir das Vegetativum links unten, das heißt das Nervensystem, das automatisch arbeitet und das wir nicht kontrollieren können, außer einige Leute, die es tatsächlich können. Das heißt, das Bindegewebe arbeitet automatisch, autonom, vegetativ. Es erfüllt seine Aufgaben, ohne dass wir bewusst eingreifen müssten oder es auch nur könnten. Das wäre also dieses unbewusste Steuerungssystem für unseren Körper. Ja. Also ich denke an Jean-Émile Charon, den begnadeten Quantenphysiker, der ja das so erläutert, dass wir unser Gesamtneuronensystem von 200 Milliarden sind 20 abgestellt, 20 Milliarden für unser denkendes Gehirn und 180 Milliarden für dieses selbsttätige Steuerungssystem. Ja. Das wäre also hier dieser Part. Und da ist ja wohl das denkende Gehirn wohl ein sehr, sehr kleiner Bruder. Ja. Und alles hier läuft hier automatisch ab. Aber was an dem Bild noch auffällig ist, was wir verstehen müssen, hier ist eine Zelle und dann ist ein großer Zwischenraum. Dort ist eine Zelle und dann ist wieder ein großer Zwischenraum. Und das Geschehen, von dem wir hier sprechen, von dem du sprichst, spielt in den Zwischenräumen ab. Ja, das sogenannte Interstitium, die Zwischenräume zwischen den Zellen. Und dort läuft eben sehr viel ab. Zum einen die Versorgung, zum anderen die Entsorgung. Die Versorgung betrifft alle notwendigen Bestandteile. Die sogenannte orthomolekulare Medizin kennt ja alle diese Bestandteile, die die Zellen permanent benötigen und die zugeführt werden müssen von Seiten der Versorgung. Dann die Schlacken- und Stoffwechselgifte, die abtransportiert werden müssen, vor allen Dingen eben vom Lymphsystem. Die Lymphbahnen sammeln aus dem Bindegewebe die Schlacken auf und führen sie ab über einen Baum. Das Lymphsystem insgesamt bildet ja einen Baum. Und dort findet man dann eben die Schlacken, die der Körper produziert. Wobei, wie gesagt, die Schulmedizin nach wie vor behauptet, dass Schlacken gäbe es gar nicht.
sondern als Schlacken werden nur anerkannt die urinpflichtigen Substanzen, Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin. Weitere Schlacken kennt die Schulmedizin leider nicht. Das heißt also, wenn jetzt Zellen erkranken, dann ist das ein sekundärer Vorgang und kein primärer Vorgang, weil auf dem Weg, wir haben ja gesehen, hier, der große Zwischenraum, auf dem Zwischenraumweg durch Versperrung zum Beispiel von Partikelanlagerungen, die nicht in den Körper gehören, die Nährstoffe nicht in die Zelle kommen, der Sauerstoff nicht in die Zelle kommt, er wird abgehalten und dann erkrankt die Zelle. Ja. Kann man das so sehen? Ja, die Zelle ist zwar, was sie selbst angeht, ihre Membranen und das Zellinnere, natürlich sehr aktiv. Aber sie ist angewiesen darauf, dass das Bindegewebe rundherum perfekt funktioniert. Und das ist bei uns heutzutage durchweg nicht mehr der Fall. Wie gesagt, Verschlackung, Vergiftung, Übersäuerung sind die Standardzustände. Und dann ist das Bindegewebe eben nicht mehr weich oder allenfalls elastisch, sondern wird zunehmend starr. Und ein starres Bindegewebe kann seine Funktionen nicht mehr ausüben und die Zellen sind dann die Leidtragenden. Das heißt, sie werden nicht nur nicht mehr optimal versorgt, sondern auch die Zelle selbst produziert doch pro Sekunde wie viel Abfallstoffe. Die müssen ja abtransportiert werden. Also entsteht ein, ja, was entsteht da im Bindegewebe? Ein Stau von Dreck, von Müll? Sind das dann Mülldeponien um die Zellen herum? Ja, so muss man heutzutage leider sagen, dass die meisten Menschen eigentlich auf die Mülldeponie gehören. Sondermüll. Ja. Ja, wie ist das jetzt mit den vielen Menschen, die immer dicker und immer dicker werden? Dann umschließen ja die Fettzellen diese toxischen Partikel, oder? Ja, wir unterscheiden da eben zwischen wasserlöslichen Giften, die über die Nieren abtransportiert werden, und fettlöslichen Giften, die über Leber und Galle abtransportiert werden. Und da das bei den meisten Menschen nicht mehr optimal funktioniert, werden die Fettzellen des Körpers eben aufgefüllt mit diesen fettlöslichen Giften. Und wenn man einiges an Fett hat, ist das dann durchaus sinnvoll. Man sollte nur nicht meinen, wenn man das Fett jetzt durch eine schnelle oder starke Fastenkur abbaut, dass dann die Gifte automatisch den Körper verlassen. Nein, sie gehen, wenn man eine starke Entgiftung durchführt, ohne Stärkung von Leber und Nieren, gehen die Gifte ins Blut und die Gifte suchen sich dann ein neues fetthaltiges Gewebe. Bei der Frau steht die Brust zur Verfügung. Naja, ob gut oder weniger gut. Aber bei allen Menschen steht das Gehirn zur Verfügung, das ja zu 80% aus Fett besteht. Deswegen diese Welle, also es könnte eine Erklärung sein für diese Demenzwelle, eine Erklärung, ja, unter anderem. Richtig. Aber eine Haupterklärung für diese unglaubliche Zunahme, auch in jüngeren Jahren schon, von dementen Menschen. Gut, wir haben das jetzt beschrieben, jeder kann das auf unseren Stiftungsseiten nachlesen. Es gibt viele Informationen. Die Frage ist jetzt, wie schaffe ich es, mein Bindegewebe wieder in einen sauberen Zustand zu versetzen? Wie aus deiner Sicht, wie gesagt, zu sehr abnehmen, zu schnell, ohne Wissen, ist kontraindiziert. Also was tun wir? Wie siehst du die Systematik der Entgiftung? Jemand kommt und sagt so, ich will mich jetzt wieder sauber machen. Was muss er tun? Was sollte er tun? Ja, er sollte von der Ernährungsseite her nichts Giftiges mehr zu sich nehmen. Wobei man sagen muss, dass giftig auch solche Nahrungsmittel sind, die man nicht oder nicht gut verdaut.
Das heißt, man kann die beste Nahrung beim besten Willen zu sich nehmen, wenn man sie nicht richtig verdaut und verarbeitet, wird sie im Dünndarm zu Gift und dann abtransportiert in die Leber. Wobei zu sagen ist, entschuldige, dass Gift in dieser Definition ein Partikel, der nicht in den Körper gehört, ist für den Körper Gift, auch wenn er isoliert außerhalb ungiftig wäre. Ist das richtig? Denn wir haben ja Zulassungen für diese ganzen Farbstoffe. Wenn ich an das tiefblaue Eis denke, nicht Speiseeis, was die Mutter ihrem Kind da gönnt, oder jetzt so Kuchen, so, weiß nicht, wie diese Dinger da heißen, hellrot, dunkelrot, tiefblau, das sind ja, die sind ja ungiftig nach der Zulassung, aber im Körper ist es wohl Gift für den Körper. Ja, also die E-Stoffe sind durchweg zwar zugelassen, müssen auf der Packung erwähnt werden, aber sind im Körper überwiegend Gifte. Nehmen wir als Beispiel den Zuckerersatzstoff Aspartam, der offiziell eben Zucker ersetzen kann in Cola-Getränken, in modernen Getränken, Light-Getränken ist dann weniger Zucker, mehr Aspartam. In der Leber aber ist Aspartam ein Gift. Für mein Gefühl müsste die Liste der E-Stoffe, der Zusatzstoffe, überarbeitet werden unter diesem Gesichtspunkt. Und dann blieben nur noch wenige tatsächlich ungefährliche E-Stoffe übrig. Ja, und es sind auch natürliche Stoffe zum Beispiel, die natürliche Aromen. Ne? Es ist Bakterienkacke. Nicht? Es ist die Ausscheidung von genmanipulierten Bakterien. Die nennt man natürlich, weil es ein Bakterium ausgeschieden hat. Und die Bakterien hat man so gezüchtet, dass die Ausscheidung schmeckt wie Vanille, wie Bratkartoffel, nicht? Wie irgendeine Gemüsesorte. Und das wird dann schön beigerührt bei meinem Gemüse-Instant-Dings, das ich da kaufe. Man findet es überall. Ist natürlich, weil es aus einem natürlichen Lebewesen kommt, das aber brutal verändert wurde. Also da sollte man also sich schlau machen, was esse ich, was trinke ich. Richtig. Das wäre jetzt das Erste. Was sollen wir also noch tun, jetzt um unseren Körper zu entgiften? Naja, das Wasser hattest du gerade erwähnt, trinken. Wir sollten pro Tag 2 Liter gutes, reines und energetisiertes Wasser zu uns nehmen. Denn nur dieses reine Wasser kann uns entgiften. Nehmen wir die deutschen Mineralwässer, die stolz darauf sind, dass sie grammweise Mineralien pro Liter enthalten, die können nicht entgiften. Das heißt, die können nur verschlacken. Verschlacken, also heißt ein leeres Wasser, also die preiswerteste Lösung, die wir ja propagieren in unserer Stiftung, ist ja dieser Auftischfilter für wenige Euro, der Carbonitfilter, der es sauber macht. Dann die Verwirbelung, ideal mit dem kleinen Handwirbler. Also für schmales Geld ein wunderbares Wasser. Das ist ungewöhnlich preiswert, also die Patienten staunen, denn sie sind es gewöhnt, für Wasserreinigungsgeräte Tausende von Euro auszugeben. Und das mögen manche dann eben doch nicht. Ja. Gut, Wasser, darauf achten, was wir essen, dann das Wasser. Wie geht es jetzt weiter für den suchenden Menschen? Gut, wir haben alles in der Stiftung in einem System zusammengefügt, aber so deine Prioritäten noch als Arzt? Ja, giftfrei essen, dann einen giftfreien Mund haben, das heißt im Mund kein Amalgam, kein Zahngold, denn Zahngold enthält die Gifte Palladium und Platin, und kein totes Gewebe im Mund, das heißt keine Wurzelbehandlungen. Denn der Mund ist ein kräftiger Giftproduzent bei den meisten von uns. Und ein giftfreier Mund ist ein Segen für das Gehirn. Ja gut, jetzt kommt die Frau, ist stolz und sagt, meine Zahnsanierung hat 25.000 Euro gekostet. Schau mal, wie toll. Nicht? Ja. Das ist dann eine bittere Nachricht. Wenn eine Krankheit vorliegt, müsste man das überdenken. Aber jetzt für den normalen Menschen, der
Welche Mittel entgiften noch? Wir haben Chlorella, wir haben Zeolit. Was siehst du hier primär als notwendig an? Ja, Zeolit entgiftet den Darm sehr gut, Chlorella auch. Aber es geht natürlich auch um das Blut und es geht um das Gehirn als das heutzutage leider vergiftetste Organ, das wir haben. Und da brauchen wir Stoffe, die nicht nur im Darm entgiften, sondern die ins Blut übertreten, die im Blut Gifte aufnehmen. Das sind die sogenannten Chelate oder Chelatbildner, EDTA, DMPS und so weiter. Und dann im Gehirn wirksam die Koriandertinktur. Das heißt, wir müssen mehrere Entgiftungsstufen und mehrere Entgiftungswege berücksichtigen. Der Darm alleine ist gut, reicht aber gar nicht aus. Du hast Entsäuerung schon zweimal, glaube ich, erwähnt vorhin. Den pH-Wert auf 7,4 zu bringen, ist für viele Menschen heute ja, ein schieres Unding. Also hier wäre ja auch ein erster Hinweis, wird dieser Teststreifen im Urin, um mal die Sache ins Bewusstsein zu kommen. Was wäre da deine Empfehlung jetzt generell, um den Calciumgehalt im Körper anzuheben? Naja, Calcium im Mineralwasser einzunehmen ist witzlos, denn das Calcium weiß ja gar nicht, wohin es soll. In der Milch? In der Milch ist es gar nicht mehr akzeptabel. Allenfalls in den 50er Jahren, kennen wir ja beide noch, Kindheit, als die Kinder alle Rachitis hatten, da war Milch angebracht. Aber von Kühen, die natürliche Milch produziert haben und nicht wie heute unnatürliche Milch. Sondern die Calciumzufuhr sollte geschehen über Gemüse. Und vor allen Dingen über Wurzelgemüse, also solches, das unter der Erde gewachsen ist. Fast alle Wurzelgemüse sind gesund und enthalten Mineralien, die der Körper dann aber auch aufnehmen kann. Der Körper liebt organisch gebundene Stoffe, Mineralien zum Beispiel auch. Aber der Körper liebt nicht anorganische Mineralien, wie etwa im Mineralwasser. Denn die zu verarbeiten und an den rechten Ort zu bringen im Körper, also zum Beispiel in den Knochen, statt in die Gefäßinnenwände in Form von Plaques, das ist eine aktive Leistung des Körpers und vor allen Dingen auch des Bindegewebes. Das heißt, die synthetischen Nahrungsergänzungsmittel, die wir hier 10-meterweise in allen Drogeriemärkten und kubikmeterweise in Apotheken haben, diese Synthetika, sind eigentlich sinnlos. Ja, also es sollten natürliche Stoffe sein, zum Beispiel vergorenes Gemüse. Die Japaner vergären so gut wie alles. Und dann Keime oder Sprossen. Wenn man kombiniert vergorene natürliche Nahrungsmittel oder fermentiert, kann man auch sagen, plus Sprossen und Keime, dann hat man eine gute Basisernährung. Und bei Nahrungsergänzung auf jetzt global oder generell deine Empfehlung, auf was ist zu achten? Nicht der Nutzer, der sich noch nicht so intensiv mit beschäftigt hat, der wird ja erschlagen vom Angebot. Was ist jetzt so in einem Satz deine Empfehlung bei Nahrungsergänzung? Ja, sie sollten von hoher Qualität sein. Sie sollten nicht unnatürlich produziert worden sein, also zum Beispiel Raffinierung. Der raffinierte Zucker, der ja nicht klug ist, wie man denken könnte, sondern der prozessiert ist, der ist auf keinen Fall gut. Als Ausgangssubstanz die Melasse vom Zuckerrohr in Kuba produziert zum Beispiel, ist in Ordnung. Das verträgt der Körper, das ist organisch. Raffinierter Zucker, sei er weiß oder braun, egal, schädigt den Körper. Ja, da kommen wir beim Öl ja noch auf diesen Begriff raffinieren. Ja, ein Thema, das wir jetzt lange, lange weiterführen könnten. Ich möchte noch auf das Lymphsystem kommen.
Das Lymphsystem hat ja keinen eigenen Transportmechanismus. Es ist angewiesen auf die Umgebung. Und während wir ja im Blut das Herz als Treiborgan haben, haben wir das für die Lymphe nicht. Die Lymphe ist angewiesen auf Bewegung. Bewegung, Bewegung, auf die Muskelaktivierung, die Muskelkontraktion und vor allen Dingen die Muskelvibration. Und da wir uns alle so gut wie gar nicht mehr bewegen, müssen wir das künstlich vollziehen in Form von Vibrationen. Es gibt wunderbare Vibratoren zu kaufen. Und da haben die Fitnessstudios ausnahmsweise mal was Gutes getan, mit Hilfe dieser Vibrationsplatten. Also Spaziergänge, ja. Wandern, ja. Joggen. Richtig. Schön so im Einklang mit dem eigenen System und den eigenen Fähigkeiten. Richtig, denn wenn die Lymphe stockt, kann der Körper sich nicht mehr entgiften. Denn die Lymphgefäße, die wir auf dem Bild gerade gesehen haben, die füllen sich dann mit Gift und damit hat es sich. Es fließt nicht mehr. Gut, Manfred, ich bedanke mich herzlich für diese Ausführungen. Und liebe Zuschauer, um Gesundheit wiederherzustellen bzw. um die eigene Gesundheit zu erhalten, hat unsere Stiftung ein Entgiftungskonzept entwickelt. Es ist logisch. Es ist klar strukturiert und wir haben viele, viele positive Rückmeldungen. Sie können es kostenfrei herunterladen und sich damit beschäftigen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und beste Gesundheit. Dankeschön.